Autofreunde, an Katharine Bauer Audi. Jetzt geht's los für Gülle heute. Ist leicht gefroren und Wasser. Hätte lieber ein bisschen mehr gehabt. Also, Getreide kann ich nicht füllen, ich fahre nur über ungeprüftes Feld. Dort, wo Zucker rüberkommen, werde ich jetzt eine Güllegabe geben. Genau. Ja, liebe YouTube-Freunde, ich erkläre euch mal da unser Joskin-Fass, das wir da im Maschinenring betreiben. Joskin-Fass ist 8,4 Kubik, hat eine Tandemachse, die hinten frei laufen kann um die Kurve herum. Man kann die hydraulisch oder muss die hydraulisch blockieren zum Retourfahren. Dann ist der Balken, 10 Meter Balken drauf, eine spezielle Ausrüstung haben wir hier, dieses Teil hier, das ist der Turbofüller, der ist mit Öldruck, wird der betrieben und bringt eine schnellere Fassfüllung. Aber der Turbofüller, Zusatzausrüstung. Dann haben wir hier einen Fasszähler montiert, der da elektronisch die Fasszahl misst. Fasszahl wird hier ermittelt. Hier ist ein Magnet, der rauf, ein Magnet, der da rauf kommt und oben Kontakt macht und das die Fass. Weiter haben wir die optische Füllkontrolle hier. Da sieht man, wie hoch der Pegel im Fass ist. Und im Fass innen ist ein durchgehendes Rührwerk, das hydraulisch vom Traktor aus betrieben wird. Die anderen Funktionen werden auch hydraulisch betätigt von der eigenen Bordhydraulik des Fasses. Der Ölkreislauf des Traktors wird nur benutzt, um das Rührwerk zu betätigen und die Achsen zu sperren. Und gekauft haben wir das in unserem Dorf in Ersingen. Man kann es schlecht lesen. Firma Althaus ist Importeur der Joskin-Fässer. Jawohl. Zu sagen ist noch, dass natürlich diese Achse Tandemachse gefedert ist und hier in der Schweiz ist das meistens hydraulisch gebremst. Druckluft
habe ich auf dem Traktor, aber die meisten Fahrzeuge bei uns sind hydraulisch gebremst. Jawohl, und weiter zu sagen ist noch, dieses Fahrzeug ist auf 40 Kilometer, Stundenkilometer eingelöst, hat ein Kontrollschild. Hier sieht man 40 Stundenkilometer. Jawohl. Ja, der Frust ist weg. Jetzt geht es auf die Straße dreckig. Bauer Fritz. Jawohl.